Cheers. Wir sind mal wieder in Bangkok und machen uns auf den Weg in Richtung Penang. Das ist nicht das Curry, nein, das ist in Malaysia und wir fliegen heute von Don Mueang. Ja. Und zwar mit Air Asia, ein kleiner Trip Report in der A330. Ist eigentlich nur unser Zubringer. Der Anschlussflug ist der spannende, aber dazu mehr später. Dann viel Spaß bei dem Video und seid gespannt auf das nächste Video. Das wird nämlich sehr interessant werden mit ein bisschen Comic und ja, eher Kitsch. Ja, genau, kann man auch nennen. Das ist der Königspalast, die habt ihr jetzt schon mal gesehen. Ist ja überlaufen, aber echt schön. In der Lounge ist ja cool. Oh, die Coral Lounge. Fixer Weg jetzt in die Lounge, oder? Einfach durch die Sicherheit, durch die Ausreise und geradeaus durch die Lounge. So. Cheers. Bei Don Mueang ist eigentlich bekannt für ein bisschen chaotisch zu sein, ne? Vielleicht im Domestic. Wir sind ja jetzt im Terminal 1 International. Es war wenig los. Wir waren schon eingecheckt. Am Air Asia Schalter war die Hölle los. Mhm. Also da waren die Schlangen wieder groß. Wir hatten unser Ticket schon, keinen Koffer zum Aufgeben. Und dann ging es, also der Passport ging super schnell. Die Ausreise ging auch schnell. Und die Security, weil wenig los war. Also ich würde sagen, innerhalb von 10 Minuten komplett durch alles durch. Und wie gesagt, die Lounge, also die Coral Lounge, wo wir gerade sind, ist direkt hinter der Sicherheit. Das muss man mal wieder sagen. Wir haben ja Lounge-Shopping am Flughafen von Bangkok Sawanabum gemacht. Wir haben Lounge-Shopping in Hongkong gemacht. Ihr habt gesehen, was das Angebot war in den ganzen Lounges und auch hier. Ich finde das ein riesig, also ein großes Angebot mit auch gesunden Sachen und frisch. Qualitativ ist es gut, vom Essen her ist es gut, nicht irgend so ein Mist. Und wenn ich das jetzt sage, in dem ganzen Monat oder in den 2 Monaten hat sich der Priority Pass schon alleine in dieser Zeit gelohnt, weil wir jedes Mal rein sind und keinen Zugang für uns gehabt hätten, fliegen wir jetzt billig Airline. Dafür ist er ja da, dass ich auch in der Economy in die Lounge gehen kann vorher. Normalerweise hätte es gekostet 850 Baht, 25 Euro ungefähr, hätten wir zahlen müssen, schätze ich mal. Ja, mal 25 2. Pro Person, 50. 50 Euro hätten wir zahlen müssen und letztendlich die Karte kostet 60 Euro im Monat. Na gut, man muss immer sagen, wer es nutzen kann, wer öfter reist, da lohnt sich es auf jeden Fall. Man muss einfach gegenrechnen. Restaurantguthaben, schaffe ich das aufzubrauchen? Klar, wenn ich essen gehen will, wenn ich das auch will, das ist kein Problem, das aufzubrauchen. Auch das Reiseguthaben, wir schaffen das locker. Ich meine, wenn man natürlich sagt, okay, ich muss nur eine Nacht ins Hotel, das ist doof, aber ich kann es ja auf einmal locker ausgeben. Haben wir ja auch geschafft, wir haben es in Bayreuth einmal gemacht, zur Fahrradtour. Also, war jetzt nicht so schwierig. Wenn ich das alles gegenrechne und dann diese ganzen Lounge-Besuche, dann habe ich das Geld wieder locker drin. Aber nicht für jeden, das muss man ganz klar sagen. Man muss ehrlich sein. Ja? Also in der Regel beantragt man die Karte ja eigentlich wegen der Willkommenspunkte. Also wartet immer auf die besondere Aktion, auf den Bonus und nur dann beantragt ihr diese Karte. Das war jetzt also die Coral oder die Coral Lounge hier in Don Mueang. Nicht in Bangkok, da haben wir sie auch ausprobiert und da war sie doch noch viel moderner. Hier ist sie etwas älter. Ich denke mal, sie wurde übernommen, aber cool, groß, viel großes Angebot und ja, ein toller Blick aufs Rollfeld. Also Bangkok ist ja schon gewesen, die andere nur Sawanabum. Also ich meine natürlich BKK, also der Hauptflughafen Sawanabum. Sieht nach Busboarding aus.
bleiben. Pro 7 Kilo. Das ist jetzt spannend. Air Asia, das erste Mal seit langem und 7 Kilo Gepäck erlaubt. Handgepäck, mehr haben wir nicht. Mein Gott, weit abgefallen, Dominik ist schon vorgelaufen. Bist du schon fast, oder nicht? Du musst mich durchdrängeln. Naja, zu warm. Hier Platz. Also, A320 oder 21 Neo haben wir. A320 haben wir. Wobei da nichts von Neo steht. Gucken wir jetzt mal. Also, man muss ja präpariert sein, ne? Hier gibt es überall, haben wir in Massen. Das ist sauber machen, damit man rausgucken kann. Ja, oder die Kamera besser rausgucken kann. Ja, besser ist. Dass du nicht alles tust, damit das nicht verschmiert ist, das Bild. Ja, also. Reinigt fremde Flugzeuge. So. So, dann schneiden wir uns mal an. Auf geht's in Richtung Penang. Also, da war ich noch. Gut, auf geht's. Besser wäre es immer vorher zu bestellen, dann ist mal günstiger und dann wird zuerst billig. 180 Bar schon. Ja. Naja, das sind dann ungefähr 4 Euro, würde ich sagen. Ja. 4 Euro für ein Flugzeug essen. Ist okay. Auch 4 Euro jeweils. Ja.
haben alles verpackt. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. So. Ah. Penang. Das ist Penang. Interessant. Naja, für den kurzen Flug war doch ganz nett, oder? Gibt auch zu trinken, gibt nichts zu essen, aber wir sind gut angekommen und das war die Hauptsache. Gibt auch nichts zu sagen. War ja auch nur unser Zubringerflug, ja? Genau, aber war sehr gefreut. Eng, muss ich schon sagen. Also, naja. Versuchen wir mal nicht einzureisen hier in Malaysia, um gleich weiter zu fliegen nach Taipei. Das ist das nächste Video, oder wahrscheinlich ist es schon online, nämlich der Pokémon-Flug. Das ist ein Erlebnis, garantiert. Ja. Genauso wie der Hello Kitty-Flug, der war auch cool. Also bis zum nächsten Video dann, ne? Tschüss.